Im Landtag beschreiben Sie Ihren Sehnlichkeitsausfall. Das erste, was Sie links und unten sehen, die Städte, die da rauskommt mit dem weißen Häuser.
während die Stadt sich auf unser erster Aufenthalt wirkt. Und auf der Landkarte nochmal hier, das ist die Spitze jetzt rechts hin. Unser Philosoph Platonas hat von einer Insel geschrieben, die wo sehr reiche Leute gelebt haben sollen. Und diese Leute haben laut Platonas die Götter nicht genug geehrt. Das hat die Wut der Götter ausgerufen und die Götter ließen diese Insel vom Meer verschlucken. Das laut Platonas. Diese Insel hat Platonas die verlorene Atlantis genannt. Weil alle Ausgrabungen, die auf Griechenland und überhaupt stattgefunden haben, auch in Afrika, nach Geschichten von unseren damaligen Philosophen und Dichtschreibern waren, haben alle Archäologen und Historiker immer nach dieser verlorenen Atlantis gesucht. Überall. Sie meinten öfter, sie hätten sie auf Kreta gefunden, weil der Reichtum auf Kreta und in der Welt. Dann haben wir von hier alles noch raus. Kommen Sie bitte etwas näher, ja? So, meine Damen und Herren, wir sind hier so ziemlich am Anfang der schönsten Straße von ihr. Wenn Sie hier 200 Meter weiter hochgehen, ist sie zu Ende, Zentrum. Und was los ist, geht diese Richtung. Wenn Sie jetzt 400, 450 Meter weiter runtergehen, von der rechten Seite werden Sie einen Turm sehen, mit der Uhr oben und ein wichtiges Häuschen unten. Ha ha ha.